Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei South Park, die rektakuläre Zerreißprobe mit dem Ralf. In der letzten Folge haben wir uns durch das Polizeirevier gekämpft, oder eher gesagt, geschlichen. Haben dort einige Nebenmissionen erhalten, zudem haben wir einige Schnellreisepunkte freigeschaltet und wir haben den Auftrag bekommen, unseren Charakterbogen zu vervollständigen. Ein Punkt da dafür stehen wir direkt davor, und zwar müssen wir zur Kirche. Oh mein Gott. Die Kirche! Oh, hallo mein Kind. Dich habe ich ja noch nie gesehen. Aber du kommst zur rechten Zeit. South Park steht am moralischen Abgrund. Unsere Katzen werden gestohlen, Häuser mit Klopapier geklopapt. Okay, vielleicht ist jetzt noch nicht der jüngste Tag, aber wir brauchen einen Helden. Ich frage jetzt mal ganz gerade heraus. Siehst du dich selbst als einer von den Guten? Ich kann deine Verwirrung verstehen. Aber für jeden von uns kommt irgendwann der Tag der Entscheidung. Wirst du zu Jesus finden und den richtigen Weg wählen? Wirst du auf dem Mittelweg lavieren? Vom dritten Weg wollen wir gar nicht sprechen. Ich hoffe, du bist Teil der Lösung, nicht des Problems. Tu den ersten Schritt, mein Kind. Betritt diese Meditationskammer. Dort kannst du dich deinen schlimmsten Ängsten stellen. Stell dich deinen Ängsten, neues Kind. Stell dich deinen Ängsten. Aha. Dein Dad hat deine Mom gefickt. Oh hey, ich bin in deiner Fantasie. Nur ein netter katholischer Priester, der dich ein bisschen besser kennenlernen möchte. Ja genau, ich bin auch voll in deiner Fantasie und werde dir gleich die Schultern massieren. Hast du dir sowas jemals träumen lassen? Lass mich das Licht hier drin ein bisschen heller machen, damit wir dich auch sehen können. Diese Musik ist jetzt falsch. Er hier mag es wohl etwas ruppiger. Soll mir recht sein. Diese Gegner setzen langsame Attacken ein. Was du an den gestrichelten Quadraten auf dem Schlachtfeld erkennst. Langsame Attacken brauchen einen Zug zur Vorbereitung. Werden also beim nächsten Zug deines Gegners eingesetzt. Die roten Markierungen zeigen an, wo der gegnerische Angriff Schaden anrichten wird. Bewege dich auf die sichere Feuerbla. Ja, das haben wir. Das Tutorial habe ich doch schon gemacht. Okay. Nee. Tschö. Ach, schade, ich kann nicht weiterlaufen. Ich bin auch für Geburtstagspartys zu buchen. Wer will mit mir Händchen halten und Kumbaya singen? Ha! Was? In Luft aufgelöst! Aha. Da mag Kinder wirklich sehr. Seine Umarmungen will man echt. Brennt ihr, Pisser! Komm raus, wo immer du bist! Gleich spritz ich dich mit Gottes Liebe voll. Depup, lass das mal. Hab ja mehr! Oh, Gottes Liebe erfüllt mich. Ja, wo ist auf einmal das Kind hin? Bam. Das mag ich. Hier, kleines Kindchen, komm raus zum Spielen. Oh, gleich bin ich in Stimmung. So, Wems. Ciao, Pup. Ich habe Gottes Liebe hier. Wer will sie spüren? Nee, du, kein Bedarf, Bro. Willst du nicht mit mir in den Himmel? Nee, da habe ich Besseres zu tun. Wir hatten gehofft, du wolltest büßen, Sünder.
Alle Kinder Gottes verdienen seine Liebe, also halt still. Ha! Sei nicht schüchtern. Renn halt durch. Kumbaya singen? Nö, du. Lass mal. Reinheitsverbindungsartefakt bekommen. 25 Cent und himmlischer Anzug. Definitiv in die Hölle. Und jetzt raus hier! Die Spinnkönigin sagt was anderes. Ich zieh mir zur Buße den Lümmel an. Tja, nun, das tut mir jetzt wirklich furchtbar leid. Weißt du was? Ein Rabbi hat mir mal dieses Macaroni-Bild geschenkt. In Zeiten schwerer Prüfungen nutze es, um den Propheten Moses anzurufen. Viel Glück auf deiner spirituellen Reise, mein Kind. Aha. Macaroni-Bild, Verbrauchsgegenstand und Rezept dafür. Macaroni-Bild. Moses, das war doch das Masse-Kontrollprogramm von Tron. Du hast deine erste Beschwörung erhalten. Greife im Kampf auf das Gegenstandsmenü zu und benutze das Macaroni-Bild, um Moses zu Hilfe zu rufen. Ja. Gesperrt. Ich wollte doch da noch looten. Hier gibt's nichts zu looten. Hä? Ach, der mit der Spinnenkönigin. Hä? Was sind da? Knie nieder vor dem Herrn. Ah, das ist dann das Passwort. Kneel before Jesus. Ja, ist ja gut. Wir haben eine Bibel erhalten. Na, die zerlege ich erstmal nachher. Knie nieder. Vor dem Herren. Alter. The fuck. Amulett der Reflexion. Yaoi-Bild. War ja klar. Oh, sag mal hier. Nochmal die Bibel. Und da oben der Papst. Der alte Papst. Oh. Ich melde mich, wenn du bereit für den nächsten Schritt bist. Der Herr gibt und der Herr nimmt Selfies auf. Also wie wär's? Du Zumi! Oh Gott. Gott segne dich, mein Kind. Ja, sicher. Ah, da. Ich wusste doch, in einer dieser Reihen wird was sein. Ein Gegengift. Da nochmal. Drogenlappen. Jawohl. Erinnerst du Morgan Freeman als Gott? Oh ja, ich erinnere. Erinnerst du, als Christen sich noch um Bedürftige scherten? Klar, ich erinnere. Ja, ich erinnere. Ja. Einmal alles mit scharf, weißt du. Da kann ich nicht lang? Kann ich da hinten lang? Hey Neuer, komm vorbei, dann arbeiten wir an deinem Outfit. Du brauchst Hilfe. Echt jetzt? Oje. Oh
Okay, da kann ich nicht lang. Da komme ich vielleicht später hin. Oh. Arkaner Hut. Jawohl. Die Schule. Hier muss ich auch hin. Aber bevor ich da hingehe. Ha. Neuer Schnellreisepunkt. Schachtel Buntstifte. Tja. Gehen wir mal rein in die gute Schule. Sag auch. Die Schule ist aus. Was machst du noch hier? Umgucken. Du bist neu, hä? Ich behalte dich im Auge. Mach bloß keinen Scheiß. Okay, aber mach keinen Scheiß, ja? Ich mach doch keinen Scheiß. Ich hab die Faxen dick von deinem Scheiß. Okay, aber diesmal kein Scheiß. Hab's doch gewusst, dass du Scheiß machst. Geht's vielleicht auch mal ohne deinen Scheiß? Schluss mit dem Scheiß! Okay, aber diesmal kein Scheiß. Schluss mit dem Scheiß! Was denn? Ich will bloß ein Foto machen. Auch mal ohne deinen Scheiß? Hab's doch gewusst, dass du Scheiß machst. Ich hab noch nicht mal gemacht, ich wollte ein Foto machen. Klar, machen wir ein Selfie. Hey. Ja, ich mach 10 Selfies täglich. Schick. Erstmal furzen, geil. So, was haben wir denn hier? Hey, kannst du dieses Selfie bitte löschen, außer du findest? Ich sehe gut aus. In dem Fall lösche es bloß nicht. Kaum zu glauben, dass ich so aus dem Bett gerollt bin. Jawohl. Die Weihnachtsferien sind noch so weit weg. Lass das. Hör auf, Humzug, das ist nicht lustig. Du willst Scheiß? Hier kriegst du Scheiß. Lass das. Lass das. Hey, was soll denn der Scheiß? Okay, aber diesmal kein Scheiß. Ich hab die Faxen dick von deinem Scheiß. Geht's vielleicht auch mal ohne deinen Scheiß? Schluss mit dem Scheiß! Ich kann drücken, was ich will. Das unterbricht ständig. Also, da brauche ich anscheinend noch irgendeine größere Fähigkeit. Na schade. Ich hätte gehofft, der dreht sich da doch schneller. Okay, wie komme ich da hoch? Okay, der Müller lässt sich nicht schlagen. Gesperrt. Oh. Oh, hi, du bist neu, richtig? Oh, gut, danke fürs Kommen. Nimm Platz. Oh, hallo, Neuer. Ja, was willst du? Mit mir als Vertrauenslehrer kannst du über alles reden, okay? Verstehe ich richtig, dass du über dein Geschlecht reden willst? Hä? Okay, also ich bin geschult in Geschlechtsfragen, okay? Du musst keine Angst haben. Natürlich, warst ja nicht schon beides. Es ist wirklich einfach, wenn du über dein Geschlecht reden willst, dann... Du fängst an, indem du sagst, naja, ich bin ein Junge oder ein Mädchen oder was anderes. Du hast ja ganz Angst, sonstiges. Ah, männlich wäre langweilig, weil dann ist es ja wie immer. Männlich, weiblich oder sonstiges. Ah, muss ich jetzt würfeln? Wann immer es dir passt. Ich hab lange Haare und einen Bart, ich bin sonstiges. Sonstiges? Du meinst, dass du weder Junge noch Mädchen bist? Du glaubst also nicht, dass du ein Geschlecht hast. Okay, warte einen kleinen Moment, ich muss deine Eltern anrufen. Das dauert nicht lange.
Hallo, hier ist Mr. Mackey, der Schulpsychologe. Ja, hi, ich habe Ihr Kind hier in meinem Büro und, Ihr Kind hat mir gerade erzählt, dass es sich identifiziert als geschlechtsneutral. Oh, das wussten Sie. Okay. Also nein, gar nicht. Es ist nur, ich glaube, dass jeder gedacht hatte, dass das S ein Junge ist, okay? Ja, nein, das ist super. Das ist gut zu wissen. Ich glaube, ab jetzt kann ich wirklich vielleicht helfen. Recht herzlichen Dank, okay? Wiederhören, okay? Okay, das ist meine Überraschung. Aber es ist gar nichts falsch daran, sich nicht männlich oder weiblich zu fühlen. Man kann das Geschlecht haben, das man will, okay? Selbst wenn es keins ist, das ist okay, total. Aha, und jetzt? Sei vorsichtig, okay? Denn es gibt viele Leute, die dich nicht so akzeptieren, wie du bist. Und mit denen musst du fertig werden, okay? Also komm jederzeit wieder. Ich mach gern Überstunden für Problemkinder wie dich, okay? Au! Ah! Ich bin sonst die Gäste, hallo! Finde ich witzig. Oh, cool. Böse. Oh, Crafting. Ach, nix Anzug? Heißt nicht mehr dann Spider-Man? Machen wir noch ein paar Macaroni-Bilder. Vielleicht braucht man es ja. So. Charakterbogen. Geschlecht sonstiges. Beruf Super Best Friend Macaroni Bild. Mit Macaroni Lamb und mit einem großen Herz, das bereit für das Jubiläum ist, verfügst du über die Kraft, Moses herbeizurufen, ein mysteriöses Mitglied der Super Best Friends. Stelle in Zeiten der Not einfach ein Macaroni-Bild her und bringe es Moses da, dein gesamtes Team, selbst die Unreinen erhalten volle Gesundheit. Ah, der heilt mich also. Ich muss definitiv das Game nochmal durchspielen als weiblich. Ich will wissen, wie die Leute reagieren. Erstmal looten, 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 looten. Die Mobile Smartphone. Und ein Yaoi-Bild. Jawohl. Das sind doch. Ja, wer erkennt sie nicht? Aber hey. Cartman? Bisschen dünn. Sollte der nicht dicker sein? Das ist fake, würde ich mal sagen. Gegengift, jawohl, ja. Okay. Hier wird auch noch irgendwas passieren. Und wie ich da hochkomme, das weiß ich noch nicht. Warum hat mir keiner gesagt, dass heute Superhelden-Kostümtag ist? Schau, schau, schau! Das ist doch so was Geschlechtsneutrales! Solche wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Lass uns dieses Ding ordentlich begrüßen! Jetzt gibt's aufs Maul, ey! Dich prügle ich zum Hetero, so wie Harry damals, 94. Blitzfreak, zisch los! Blitzfreak will als erstes
Mhm. Ich spüre regelrecht das Herzblut. Wenn du Amerika nicht liebst, kriegst du was auf deinen Sozialistenarsch. Ja, jetzt steht's fest. Euch zu verprügeln war echt eine gute Entscheidung. Aha, meinst du? Cooler Move. Hat mich unterhalten wie ein TV-Mehrteiler über mehrere Abende. Denn so schnell nehme ich die Dinge wahr. Komm wieder auf die Beine, Arschboy. Hiernach sehnst du dich nach Daddys Gürtel. Yeehaw! Bau keine Bruchlandung. Du bist verletzt. Möchtest du lernen, wie man Verbrauchsgegenstände verwendet? Nee, möchte ich nicht lernen. Gleich riecht's hier verbrannt. Hab einen Laserbrief für dich. Ich bin dran. Ein Laserbrief. So, dich ramme ich weg, du Spaggo. Omega Crash Extra. Steht das Klopfen höher den Schädel? Ihr braucht schon Physik. Bam. So, du bist festgenagelt. Aua! Klar, mir geht's super. Du schaffst das! Das sah schmerzhaft aus. Mission erfolgreich. Fiese Säcke. Yeehaw! Geht's, Humankind? Heute ist mit leichten Brisen und verstärktem Lasereinschlag zu rechnen. Mit dem mache ich den Alti noch nicht. Aber mit dem mache ich erstmal den da platt. Pew, pew. Und tschüss. Ciao. Bin ich endlich dran? Danke. Du wirst dein Ulti sehen. Das hab sogar ich gespürt. Ah, den fand ich jetzt eher langweilig. Bams! Ich bin drin! Okay! Na Mist! Werde ich nichts machen? Ich komm nicht ran an den! Dann kriegst halt du hier einen Buff! Vielen Dank! Tut mir nicht leid, was jetzt kommt! Ja, mir auch nicht! Jetzt gibt's nämlich auf die Fresse! Kann ich nicht? Warum nicht? Warum kann ich das nicht? Na gut, dann halt nicht. Hübscher Fernost-Hybrid. Direkt ins Ego. Und zieh ich halt die Aggro. Hau weg, die Hillbillies! Ah, wir haben weiteren Platz erhalten. Hey, Wunderarsch, das machst du super. Sehr gute Charakterbogenarbeit. Ich habe eine super geheime Mission für dich. Geh zum neuen Taco-Laden in der Hauptstraße und kauf mir ein Taco. Cool Ende.
Was? Wir sind Taco. So, wo waren wir? Vergiss nicht, dein Arsenal aufzustocken, wenn du eine Stufe aufsteigst. Ja, denke ich dran. Du kannst ja dazu zu mir kommen, wenn du glaubst, dass sich dein Geschlecht geändert hat. Das ist völlig normal. Echt? Ich kann das ändern? Vielleicht sind wir nachher nochmal weiblich, vielleicht sind wir nochmal männlich. Ich weiß nicht. Vielleicht. Je nachdem, wie wir Bock haben. Finde ich geil. So. Neuer Platz. Was gibt mir das? Ach. Ja. Geh zu Freeman Tacos, Stufe 15. Tja, da gehe ich jetzt aber nicht hin. Nö, nö, nö. Guck mal hier, was haben wir hier noch? Da lässt er das sein Auto offen. Wie unverantwortlich. Fate, eine CT, okay. Sollen wir heute Tumult stiften oder für Unordnung sorgen? Ja und ja. Ja und ja? Wollt ihr ja und ja? Wir machen hier Chaos. Nix da, jetzt mach ich Chaos. Ihr seid nichts gegen meine Armee. Schnauze, Laser. Oh, Chaos spürt keinen Schmerz. Jetzt aber schnell. Wenn du so weitermachst, hast du bald Burnout. Unordnung obsiegt. Kein Power. Ciao. Alter. Also los. Selbstmordattentäter. Könnte mir nicht egaler sein. Ah, fantastisch. Hau sie weg, Neuer. Hau weg die Scheiße. Verpisst euch! Das da hinten ist nämlich mein Loot. Spionagekamera erhalten. Ja, wunderbar. Ah, da oben hat es auch noch eine Kiste, eine Kuhnkiste. Aha. Aber bevor wir hier ins Einkaufszentrum gehen, holen wir uns hier einfach noch die Parkuhren und ein bisschen Geld. Ein paar Briefe. Machen wir das erstmal noch ein bisschen kaputt hier. Waren denn noch welche? Ne, da waren keine Parkuhren. Schade. Tja. So. Aber wie ich eben sagen wollte. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen an dieser Stelle und wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und in den Kommentaren kommentieren, wie ihr dieses Game so findet. Und ihr könnt auch gerne mal reinschreiben, welches Geschlecht ich annehmen soll. Wobei, wahrscheinlich bin ich schon viel weiter mit dem Aufnehmen, sodass ich das dann erst, wenn überhaupt, verdammt spätest umsetzen kann. Weil männlich wäre langweilig, weil das hat man ja immer. Das wird sonstiges jetzt schon witzig. Weil ich glaube, wenn ich männlich... Wäre jetzt eigentlich jedes Mal irgendwas gekommen, egal was für ein Geschlecht ich ausgewählt hätte und was wäre dann gekommen, wenn ich männlich gegangen wäre. Dann wären bestimmt keine Hillbillies gekommen. Entweder gar nichts oder irgendwas anderes. Vielleicht so Feministinnen wären dann vielleicht gekommen. Das fände ich lustig. Allein schon drüber nachzudenken. Lol. Ja. Und wenn euch grundsätzlich so gefällt, was wir auf diesem Kanal so für ein Blödsinn für euch treiben, dann könnt ihr uns unterstützen, indem ihr unsere Videos auf den sozialen Plattformen wie Facebook, Twitter, Instagram, USW teilt. Und ihr könnt die Notation Bell betätigen.
zuerst abonnieren und dann die Notification Bell betätigen, damit ihr mitbekommt, wann wir live gehen und ihr dann in unserem Chat live dabei sein könnt, wenn wir Blödsinn machen. Oder Dennis alleine oder ich alleine, je nachdem. Also, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.